Wie auch anderswo in Spanien finden sich in der Region Kastilien und León viele verlassene Dörfer und entvölkerte Landstriche. Spanisch Lappland nennen es die Einheimischen. Doch ein Dorf stemmt sich dagegen. Ureña, ein Dorf, wie Kinder es sich malen würden. Auf einem Hügel gelegen eine hohe mittelalterliche Mauer. Aber dahinter leben nur noch 100 Menschen. Das Problem Landflucht, das Rezept dagegen Bücher. In Ureña gibt es unglaubliche 10 Buchläden mit sehr stolzen Besitzern. Lourdes Gomez profitiert von einem Programm der Regionalregierung. Die restauriert und vermietet dann die Läden für symbolische 10 Euros. Dafür müssen die Buchhändler 4 Tage in der Woche ihr Geschäft öffnen. Lourdes, die früher in einer Großstadt lebte, hat sich in Ureña verliebt. Es war tatsächlich eine große Veränderung für mich. Doch es ist so schön, sich den ganzen Tag nur mit Büchern zu beschäftigen. Mir gefällt es. Direkt um die Ecke öffnet sie uns einen weiteren Laden. Der Besitzer ist gerade verreist. Hier finden sich neben vielen Exemplaren der Weltliteratur auch die Modelle von Schreibmaschinen, auf denen berühmte Autoren ihre Texte geschrieben haben. Von Hemingway bis Kafka ist alles dabei. Die Nostalgie gehört in Ureña dazu. So hat sich das Schreiben damals angehört. Und so taucht der Besucher in jedem einzelnen Laden in eine andere Welt ein. Isaac Garcia etwa hat cineastische Raritäten im Sortiment. Früher hat er in New York gelebt, doch er vermisst es keinen Tag. In einer Stadt spüre ich leicht den Stress. Obwohl wir auch in Ureña viel Arbeit haben, ist es hier viel besser. Ich vermisse die Stadt überhaupt nicht. Und im Geschäft von Jesus kann man neben wichtigen Schriftstellern aus Kastilien auch den Wein aus der Region kaufen. So finanziert er seine Liebe zu den Büchern. Ich habe das große Glück, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Es ist ein Wunder, von dem zu leben, was man mag, und das an dem Ort, den man mag. Ja, una maravilla. Ureña, ein erstaunliches Dorf, keine Bäckerei, keine Metzgerei, aber dafür kommt ein Buchladen auf 10 Einwohner. Die Buchhändler hätten die Abwanderung gebremst. Ureña sei nun in ganz Spanien bekannt, sagt der Bürgermeister. Das Dorf hat sich verändert. Es kommen viel mehr kulturell interessierte Menschen. Sie kaufen Bücher und besuchen die Museen. Am Wochenende schwärmen dann die Besuchergruppen aus. Erster Anlaufpunkt, ein prächtiges Museum, die Joaquín Díaz Stiftung. 50.000 Bücher gibt es zu bestaunen, alte Schriften und überlieferte Erzählungen aus ganz Spanien. Hier entsteht so etwas wie ein nationales Gedächtnis des Landes. Zusammen mit einem Kollegen zeigt uns dann Joaquín Díaz, selbst ein sehr bekannter Folkloresänger, eine andere Kostbarkeit. Tausende Kassetten mit volkstümlichen Gesängen aus vielen Dörfern, sie werden hier digitalisiert. 20.000 Lieder sind es bereits. Wir sammeln Lieder, Gespräche, Erinnerungen aus ganz Spanien und das so umfassend und so erschwinglich wie möglich. Es soll ein Archiv für alle sein. Es sind wahre Schätze, die sich in Ureña verbergen. Viele Besucher kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ich finde es wunderschön, voller Charme. Und nun ja, es ist ein Juwel in Kastilien. Ich mag es sehr. Ein wunderbares Dorf, einzigartig in Spanien. Und solche Dörfer gibt es nur sehr wenige in Europa. Zum Schluss müssen wir unbedingt noch den Buchladen Primera Página, die Seite 1, besuchen. 2 Journalisten, Tamara Crespo und Fidel Rasso, betreiben ihn. Er war Fotograf in vielen Krisengebieten, sie Journalistin im Baskenland. Nun verkaufen sie Bücher
über und von Journalisten, dazu Reiseliteratur. Ureña, sagen sie, hat sie entschleunigt. Wir stellen doch als Journalist im Laufe der Jahre viele Fragen, aber wir vergessen dabei, dass wir zwar die ganze Welt kennenlernen können, aber dabei uns selbst nicht wirklich kennen. Den Korrespondenten, der sich auch Gedanken über die Zeit danach macht, hat Ureña beeindruckt. In dem Dorf scheinen die Menschen zu sich zu finden. Es ist eine echte Oase.